insbesondere auch den islamischen Raum, der zeigt, welchen Stellenwert Frauen im Islam haben. So wie der Tun kein Vogel ist, ist die Frau kein Mensch. Pause. Also im Islam heißt es, so wie das Huhn kein Vogel ist, ist die Frau kein Mensch. Hat einer den Spruch schon mal gehört? Das sind die Sprüche, die die muslimischen Mädchen jeden Tag hören. Übrigens, ist das Huhn kein Vogel? Huhn ist doch ein Vogel, oder? Klar ist Huhn ein Vogel, aber auch nicht. Das wurde ein Mädchen in Berlin gesagt, vorletztes Jahr, sie war die Beste ihrer Klasse und sollte aufs Gymnasium gehen. Ihr Vater hat sie aus der Schule genommen, um sie in der Türkei zu machen. Pause. Kann sein, dass der Mann das, dass der Vater das gesagt hat. Nur das ist wieder das Schöne. Was hat es mit Islam zu tun, wenn der Vater die Tochter zwangsverheiratet? Mit Islam hat das zu tun, was der Prophet sagt. Dieser Arada hadukum yuzawju ibnatahu falyastamirha. Wenn jemand seine Tochter verheiratet, soll er es tun, indem er sie, also die Erlaubnis auch von ihr hat. Zwangsverheiratet ist nicht erlaubt. Und von der reinen Logik her schon ist es ja der größte Schwachsinn. Übrigens, die Frage ist, gibt es Zwangsheirat unter Muslimen? Das heißt, im Islam ist es nicht so. Aber gibt es das unter Muslimen? Die Antwort ist ja klar. Gibt es. Unter Muslimen, die Religion nicht verstanden haben. Ganz klar. Aber wie ist diese Zwangsheirat meistens? Viele stellen sich darunter vor, da ist so wie so eine Vergewaltigung. So, den heiratest du jetzt. So ist es ja in meisten Fällen nicht. Sondern in den meisten Fällen ist es halt so, dass ein bisschen Druck ausgeübt wird und die Frau sich dann entscheidet für ihn. Aber wir halten das auch nicht für gut. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Das heißt, was häufig vorkommt, ist diese Art von Zwang, ja, dass sie irgendjemanden heiraten soll. Na, da sagt sie, ja, ist eigentlich nicht so gut, der Typ, ja, aber na, willst du machen, ne? Nach diesem Motto. Aber bei den Männern gibt es auch Zwangsheirat. Wie viele Männer kenne ich? Ja, die müssen irgendwie die Cousine heiraten und die wollen die eigentlich gar nicht heiraten, die wollen eine andere heiraten. Und da gibt es den größten Terror. Das findest du genauso oft wie bei den Mädchen. Und diese Art von Zwangsheirat, dass wirklich ein Mädchen genommen wird und muss jemand heiraten, gibt es auch. Wo sie absolut allergisch gegen ihn ist. Aber das hat nichts mit Islam zu tun, das ist eine ganz klare Sache. Und natürlich tut man seiner Tochter ja keinen Gefallen damit. Indem man irgendjemanden aussucht. Hier sage ich etwas an alle Väter, die hier sind. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat gesagt, ja, er sagt ganz deutlich, in ataku man taduna dinahu wa khulukuhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Charakter ihr zufrieden seid und mit dessen Religion ihr zufrieden seid, so verheiratet ihn. Das heißt, er kommt zur Tochter und er will sie heiraten. Ja? Dann sagt nicht, ja, der kommt aber aus einem anderen Dorf. Also du musst einen heiraten, der aus deinem Land, aus deinem Dorf kommt. Ja? Oder irgendwie so. Das bringt nichts. Man bringt die Leute erstmal, wir sind Brüder im Islam. Wir sind Geschwister, Schwestern, Brüder. Allah sagt im Koran, inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste von euch ist der mit der größten Gottesfurcht. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob der aus Syrien kommt, aus der Türkei oder aus Deutschland. Hauptsache, er praktiziert die Religion. Das ist unser Maßstab. Ja? Und dann sagt er noch, lem yura li mutahabaini mithlu nikah. Für die, die sich lieben, gibt es nichts Besseres als die Heirat. Das heißt, wenn die Tochter mit jemandem kommt, dessen Religion in Ordnung ist, ja, und der ein vernünftiger Mensch ist, kein Schwerverbrecher oder so, ja, und sie liebt ihn, dann soll man verheiraten. Das ist etwas, was vollkommen, was eine super, super Sache ist. Weiter, bitte. Dein Vater, Bruder, Schwager, Onkel bringt dich um. Das sind die ganz normalen Sprüche, die Kinder täglich mehrfach hören. Pause. Wer hört das hier täglich mehrfach? Keiner. Kann ja sein, dass jemand hört. Kann sein. Aber zu sagen, das sind die Dinge, die die Kinder täglich mehrfach hören, ist ja wohl eine absolute Lüge. Wir glauben, dass es das gibt. Ich glaube, dass es das gibt. Wahrscheinlich kennt doch hier jemand, wo es das gibt.
Vielleicht gibt es hier in der Familie jemanden, wo es sowas gibt. Aber es kommt hier darauf an, wie diese Frau verallgemeinert. Ich kann auch nicht sagen, die Christen vergewaltigen alle ihre Töchter. Weil es in Deutschland des Öfteren vorkommt. Mir hat jemand erzählt, der hat mit so einer Organisation gesprochen, die sich um solche Opfer kümmert. Die haben gesagt, dass alle 14 Minuten so etwas in Deutschland passiert. Aber das ist trotzdem noch eine Minderheit. Eine absolute Minderheit. Man kann doch nicht sagen, dass alle Christen, das waren nur alle Deutschen. Aber was wäre, wenn ich das sagen würde? Wenn ich das sagen würde, dann rufe ich zum Hass auf. Natürlich, weil ich sage, guck mal, was das für Menschen sind. Und hier, schau mal, was hier bei uns erzählt wird. Schau mal, was hier bei uns erzählt wird. Und wer sagt was dagegen? Hier wird bei uns erzählt, das reicht doch heute. Ihr erzählt nachher, das haben wir leider nicht auf Tonband, sie erzählt, eine Frau, die kein Kopftuch trägt, ist für einen Muslim eine, anderes Wort für Prostituierte, und es ist ihm erlaubt, sie zu vergewaltigen. Wer glaubt, okay, mal eine Frage an die Brüder. Wer glaubt hier, dass es erlaubt ist, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? Wir haben heute tausende Muslime hier. Wer glaubt, dass es erlaubt, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? Wer glaubt das? Keiner. Wer glaubt, dass das Haram ist, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? MashaAllah. Ihr habt alle den Islam wahrscheinlich nicht verstanden, außer an dieser Frau D. Ja? Anscheinend! Das wollte ich nur mal gezeigt haben. Alhamdulillah. Und inshallah, hiermit wollte ich erstmal darauf aufmerksam machen, wir machen jetzt eine Pause. Ja, und ich werde dann nachher inshallah noch einige Tipps abgeben. Jazakumullahu khairan. Und wie gesagt, bitte seid nicht sauer auf mich. Weil ich kann mich jetzt nicht um jeden kümmern. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen sammeln. Weil es werden sicherlich viele Leute kommen, werden zu mir kommen, wollen mir Fragen stellen. Das ist halt einfach für mich zu viel. Ich bitte euch, die Frage auf einen Zettel zu schreiben. Und wir machen danach der Pause weiter.